heutigen Beratungssitzung und nachher zur Einvernahme der Datenschutzbeauftragten. Es hat länger gedauert, weil wir natürlich sehr strittig mit der Bundesregierung die Frage der BND-Selektoren diskutiert haben. Seit gestern liegt der Bericht der Taskforce der PKGR vor. Wir haben dazu natürlich auch noch eigene Unterlagen und die Zeugenaussagen der letzten Monate zu beachten. Und wir sind sehr davon überzeugt, dass diese Frage der illegalen Spähziele des Bundesnachrichtendienstes für uns untersuchungsgegenständlich ist. Das hat die Bundesregierung erneut bestritten, aber spielt auch auf Zeit und wollte heute Morgen keine abschließende Stellungnahme zum Bericht der PKG abgeben. Wir haben das insgesamt als Ausschuss scharf kritisiert und es wird deswegen nachher noch mal eine eingestufte Beratungssitzung geben, zu der wir dann eine Auskunft erhalten. Wenn die Bundesregierung bei ihrer Auffassung bleibt, dass die BND-Selektoren nicht dem Untersuchungsausschuss zur Verfügung gestellt werden, werden wir als Opposition unsere Möglichkeiten ausschöpfen, gegebenenfalls durch Erweiterung des Untersuchungsgegenstandes diese Frage auch im NSA-Untersuchungsausschuss zu klären, weil wir fest davon überzeugt sind, dass es inhaltliche, aber auch politische Zusammenhänge zwischen den illegalen BND-Selektoren und den rechtswidrigen NSA-Suchbegriffen gibt. Zum Bericht der PKGR nur drei Worte. Ich glaube, es ist zu kurz zu sagen, das ist ein BND-Skandal. Das ist ein Skandal der Bundesregierung im Kern. Zwei Fragen stehen natürlich hier. Erstens, was wusste die Bundesregierung zu diesen illegalen Spähzielen, die ja möglicherweise nicht nur deutsche Diplomaten betreffen, sondern das stellen wir uns tatsächlich als Frage, gab es darüber weitere Ziele, möglicherweise auch Politiker und Politikerinnen, auch Abgeordnete dieses Hauses, was ist mit Vertretern der Presse und ähnliches mehr. Da müssen wirklich alle Fakten auf den Tisch. Und zum anderen ist natürlich die Frage, ob das Bundeskanzleramt überhaupt jemals über den Bundesnachrichtendienst so etwas wie Kontrolle hatte. Der Eindruck ist eher, dass es die nicht gegeben hat und dafür gibt es auch politische Gründe und Verantwortlichkeiten, die müssen geklärt werden. Und zuletzt, ich glaube, mittlerweile aus den ganzen Monaten ein Fazit ziehen zu können, da, wo sich die Bundesregierung einig ist, ist an der Stelle, wo es darum geht, die parlamentarische Kontrolle zu behindern. Das sehen wir jetzt in der Frage NSA-Selektoren. Das sehen wir in der Frage, ob wir überhaupt uns mit den BND-Selektoren beschäftigen können. Das ist dieses alte Thema Snowden-Einvernahme und vieles mehr. Das sind immer wieder andere Themen, aber eine grundsätzliche Haltung der Bundesregierung: Wir wollen das Parlament heraushalten aus der Aufarbeitung eines der größten Geheimdienstskandale der Bundesrepublik. Und dazu werden wir gleich sehr viele Fragen haben zu jemandem, der viel Auskunft geben kann, die Datenschutzbeauftragte, die Bad Aibling geprüft hat im Dezember 2013. Der Prüfbericht ist sehr aussagekräftig, wenn auch noch nicht abschließend. Eine ganze Reihe von Verstößen gegen Vorschriften und Gesetze werden dort im Grunde sehr klar auch technisch dargelegt. Das Problem ist tatsächlich, der hohe Einstufungsgrad des Berichtes verunmöglicht es uns quasi, so klare Fragen zu stellen, die dann auch dazu führen könnten, dass das, was wir heute an Aussage bekommen, im sehr, sehr klaren Widerspruch stehen wird zu dem, was BND-Zeugen aus den letzten Monaten hier vorgetragen haben. Und ich glaube, genau dieser Punkt hat die Bundesregierung dazu veranlasst, bis zum heutigen Tage unseren Antrag auf Abstufung des Berichtes zu verunmöglichen, sodass wir tatsächlich jetzt in der Beweisaufnahme hier sehr stark behindert sind, weil wir natürlich zu den Punkten fragen wollen, Metadatenausleitung. Nächste Frage. Was ist eigentlich dort jemals geprüft und zertifiziert worden? Zu was gab es Zutrittsrechte der Amerikaner? Was haben die Amerikaner tatsächlich auch an Meldungen oder Treffer bekommen? Und vieles mehr. Da gibt es so viele Details, die wir gerne ansprechen würden, aber ich befürchte fast, dass Herr Dr. Bruns heute in Vertretung von Herrn Wolf uns abwassern wird. Herr Wolf wird heute nur Beobachterstatus haben, weil er in die Causa, Sie kennen heute die SZ-Berichterstattung, ja auch hochgradig involviert ist. Und das ist tatsächlich nochmal ein Hindernis heute für die Beweisaufnahme. Da hätten wir gerne von der Bundesregierung ein Signal gehabt, dass man da dem Ausschuss mehr Möglichkeiten einräumt. Hat nicht stattgefunden und ist genauso ärgerlich wie ein weiteres Thema, und das ist das letzte dann von mir, das heute in der Beratungssitzung thematisiert wurde.
Wir haben dringenden Klärungsbedarf mit der Bundesregierung, ob das Löschmoratorium, das zu Beginn der Ausschusstätigkeit vereinbart wurde, tatsächlich eingehalten wurde. Es gibt Anhaltspunkte, dass dieses nicht nur bei den E-Mails, Sie kennen das zuletzt, sondern an einem weiteren Punkt gravierend verletzt wurde. Auch dazu wird sich die Bundesregierung nachher in der eingestuften Sitzung äußern. Danke. Vielen Dank. Ja, ich will versuchen, die Dinge, die ich ganz ähnlich sehe wie die Kollegin, nicht nochmal zu wiederholen. Vielleicht zu den deutschen Senektoren. Es gibt einen unmittelbaren Sachzusammenhang zu unserem Untersuchungsausschuss. Man muss sich einfach in die Zeit der Einsetzung unseres Untersuchungsausschusses zurückversetzen. Wenn man da gewusst hätte, dass es solche deutschen Selektoren gibt, die deutsche Diplomaten, Botschaften in Europa, NGOs überwachen, dann wäre das der allererste Tagesordnungspunkt unseres Untersuchungsauftrages geworden. Deswegen gehört es unmittelbar in diese Frage, inwieweit auch der Bundesnachrichtendienst eben in diesem globalen Metadatenerfassungssystem, Ringtausch etc. eine Rolle spielt. Das hängt miteinander zusammen und es wäre grob abwegig, uns diese Selektoren vorzuenthalten. Natürlich gibt es das Bedürfnis, weil man uns hier kein MOA entgegenhalten kann, sondern man müsste eben einfach dem Parlament diese Selektoren mitteilen. Das hat übrigens nichts mit einem Konkurrenzverhältnis zum PKGR zu tun. Die haben eine ganz andere Rolle, eine ganz andere Aufgabe. Die sind offensichtlich über Jahre belogen worden. Man hat ihnen diese Dinge überhaupt nicht erzählt, dass die einen eigenständigen Nachforschungsauftrag haben, versuchen den Dingen auf den Grund zu gehen. Das ist selbstverständlich, hat aber mit dem Untersuchungsausschuss nichts zu tun. Ansonsten kann ich nur sagen, anhand dieser Selektoren wird deutlich, man hat nach den Snowden-Veröffentlichungen im Bundestagswahlkampf 2013 die Öffentlichkeit belogen und in die Irre geführt, wie man sich das damals nicht hat vorstellen können. Und diese Wahrheit kommt Stückchen für Stückchen raus, auch durch die Arbeit dieses Ausschusses. Und es ist schon erstaunlich, wie da von Seiten der Bundesregierung und der Behörden agiert wird. Heute die Sitzung wird, glaube ich, sehr interessant. Dieser BFDI-Bericht, sage ich Ihnen, ist extrem spannend, weil die sozusagen all die Wahrheiten zusammentragen, die hier in Zeugenaussagen maximal vernebelt wurden. Können wir nicht komplett offen drüber sprechen, leider. Aber ich glaube, darauf zu gucken, was ist eigentlich mit Metadatenerfassungen, um welche Zahlen reden wir hier, all diese Fragen, wo laufen Datenbanken zusammen? Geht es tatsächlich nur um Satellit, sondern auch um Glasfaser? All diese Dinge, die uns hier anders dargestellt wurden, da findet dieser Bericht interessante Antworten, die wir jetzt versuchen, auch im öffentlichen Teil zu erfragen. Die Kritik, die Frau Renner eben genannt hat, im Hinblick auf viele kleine Einzelfragen und eine immer nur auf Abwehr und Nicht-Öffentlichmachung bedachte Bundesregierung, die teile ich. Ich will das um eine Facette ergänzen. Die G10-Kommission überlegt ja zu klagen. Ja? Und auch da spielen wir eine Rolle. Ich will das im Detail gar nicht so benennen. Als Untersuchungsausschuss und die Mehrheit aus Union und SPD versucht wirklich mit hanebüchenen Argumenten diese Klage der G10-Kommission zu erschweren. Ich finde das ehrlich gesagt für ein parlamentarisches Gremium, das versucht sozusagen die Defizite der Vergangenheit aufzuarbeiten, die es unzweifelhaft gegeben hat, hier sozusagen aus parlamentarischer Sicht maximal unterirdisch, was die GroKo hier im Ausschuss durchzieht und mit welchen Methoden man da arbeitet. Und vielleicht noch ein Anekdötchen, es hat eine wirklich maximal kuriose Auseinandersetzung gegeben über die Frage, was denn jetzt mit Snowden und der Haltung der Bundesregierung ist. Das BMJ prüft seit 2 langen Jahren, dort sitzen Menschen jeden Tag und denken über Snowden nach, konnten sich leider noch keine Meinung bilden. Es trägt kafkaeske Züge, weil man sich nicht traut zu sagen, wir sind einfach feige und wir wollen das nicht beantworten. Schiebt man das sozusagen auf die armen Beamtinnen und Beamten, die bei uns hier sitzen und dann minutenlang rumstottern müssen, warum man immer noch abwägt und überlegt und so. Ja, das ist alles unwürdig und bedauerlich. Die
SPD-Fraktion hat letzte Woche an dieser Stelle die Videoverhörung von Snowden angekündigt. Was ist daraus geworden? Ja, wir verhandeln da. Ich kann immer nur sagen, wer das will, ist des Wahnsinns fette Beute. Wir müssen hier über die BFDI-Berichte, die streng geheim eingestuft sind, reden. Wir müssen über Selektoren reden, die kein Mensch sozusagen sehen darf, die nicht in öffentlicher Sitzung verhandelt werden dürfen. Und die SPD will per Videochat unter den Richtmikrofonen des FSB die deutsche Sicherheit berührenden Informationen verhandeln. Das ist abwegig und irre. Wir müssen uns der Frage stellen, warum gönnen wir einem Despoten wie Putin diesen PR-Erfolg, den größten Whistleblower der Geschichte bei sich zu beherbergen? Und warum finden wir, und das sage ich auch in Richtung USA, keinen vernünftigen Umgang mit jemandem, der zweifelsohne gegen Gesetze verstoßen hat, aber der doch auf wirklich gravierende und schlimme Missstände hingewiesen hat? Und dass man da nicht zu einem Ergebnis kommt, was Menschen irgendwie auch nur ansatzweise einleuchtet, ist ein Armutszeugnis, auch gerade für die Sozialdemokratie, die ja gerne an Sarah Harrison Willy Brandt-Preise verleiht, aber eben, wenn es ernst wird und wenn es politisch Mut erfordert, dann leider kneift. So, ich muss, glaube ich, rein. Ja.